Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Lil von Warum Punktkritisch. Das heutige Thema, um das es geht, könnte wirklich den absoluten wirtschaftlichen Gnadenstoß für Deutschland bedeuten. Denn die EU plant einen wirklich spektakulären Politwechsel. Und zwar berät die EU derzeit über eine sehr, sehr wichtige Gesetzesänderung zum Thema Sanktionen. Wie ihr alle wisst, kann die EU derzeit Sanktionen gegenüber Ländern aussprechen, die nach ihrer Entscheidung als Kriegsverbrecher zu bezeichnen sind. Also aktuell natürlich Sanktionen gegen Russland. Worüber sie nun berät, erscheint vielen Experten, dass die EU etwas vorhat, was in den USA schon lange gang und gäbe ist und die EU damit dem Bruder jenseits des großen Teiches folgen möchte. Und die Auswirkungen, die Beschlüsse der EU, so wie es geplant ist, haben wird, sind weitaus schlimmer für sämtliche Staaten innerhalb der EU, aber auch insbesondere betrifft es hier Deutschland. Denn wir sind ja im Vergleich zu manch anderem Land sowieso noch viel schwächer, was unsere Wirtschaftskraft anbelangt, als Nachbarländer. Klar, es gibt Nachbarländer, denen geht es noch schlechter als uns, aber es gibt auch EU-Länder, die nicht so stark von der Wirtschaftskrise betroffen sind wie gerade wir. Okay, lass uns mal konkret werden, aber vorab vielleicht noch ein kurzes Wort zu meiner Arbeit der Recherche. Ich habe versucht, natürlich wieder vernünftige Recherchearbeit zu betreiben und ich beziehe mich hier auf zwei Quellen, einmal Financial Times und das Handelsblatt. Man muss schon sagen, das, was die EU hier vorhat, ist wirklich ein absoluter Politwechsel, denn sie beabsichtigt wirklich eine Gesetzesänderung. Sie plant, dass die EU nicht nur Sanktionen gegenüber Russland aussprechen kann, sondern demnächst auch gegen Drittstaaten. Und zwar gegenüber solchen Drittstaaten, die Güter an zum Beispiel Russland verkaufen und diese Güter geeignet seien, dass Russland die eigene Kriegswirtschaft wieder aufrüsten könne. Also, dass man damit Kriegswaffen jeglicher Art irgendwie herstellen kann. Und es gibt laut Financial Times eine Liste, auf der die entsprechenden Firmen und deren Herkunftsländern aufgelistet sind. Und es handelt sich hier um Firmen, die aus Syrien, Iran, Hongkong bzw. China kommen. Und von dieser Liste hat natürlich China auch erfahren. Und sofort hat China reagiert und der EU gedroht und damit uns allen. Denn der Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte sofort, sollte die EU diese Sanktionen gegen unsere Firmen durchsetzen, so würde das nicht nur massivst die Beziehung zwischen Brüssel und Peking beschädigen, sondern China würde sich in jedem Fall vorbehalten, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Denn China würde in keinster Weise Waffen nach Russland schicken. Und diese Unterstellungen, dass es hier chinesische Firmen gäbe, die Produkte nach Russland verkaufen, mit deren Hilfe man tatsächlich halt eben Kriegswaffen herstellen könnte, das würde China sehr wohl selbst genauestens kontrollieren und das natürlich auch nicht wünschen. Aber diese Einmischung von Seiten der EU, das wünscht China natürlich gar nicht. Und letztendlich könnte es darauf hinauslaufen, dass auch China seinerseits entsprechende Sanktionen durchführt, irgendwelcher Art. Im Gespräch mit dem Handelsblatt äußerten allerdings einige Diplomaten, dass es tatsächlich begründete Vorwürfe gäbe, die genau beweisen würden, dass unter anderem diese chinesischen Firmen tatsächlich entsprechende Güter an Russland verkaufen, die sehr wohl die Technologie von Kriegswaffen halt eben unterstützt. Das ist ja genau das, was die USA auch tun. Die USA sanktionieren schon länger chinesische Firmen. Und natürlich muss der kleine Bruder, die EU, dem großen Bruder folgen, oder? Könnte man so sagen. Die Frage ist, sollte diese Rechtsänderung durchgesetzt werden und sollten zum Beispiel auch gegen China Sanktionen ausgesprochen werden von Seiten Brüssels,
Da muss man sich da wirklich die Frage stellen, was bedeutet das für die einzelnen Nationen? Oder wir bleiben mal lieber in unserem Land, was bedeutet das für Deutschland? Das Handelsblatt hat im Übrigen ein Gespräch mit dem Chefvolkswirt von der Bankengruppe ING geführt, das ist Carsten Brzezinski, und er sagte, ich zitiere, bei Rohstoffen und Teilen unserer Produktion, also Vorprodukten aus China, ist die Abhängigkeit von China extremst groß. Also das muss man schon sagen. Das heißt, wenn verschiedene Wirtschaftsbranchen hier in Deutschland mit Rohstoffen oder mit bestimmten Teilprodukten aus China nicht mehr versorgt werden können, was bedeutet das? Dann ist das ein Kappen von wichtigen Lieferketten. Und diese werden wir so schnell nicht durch andere Lieferketten ausbügeln können. Es würde hier in Deutschland bedeuten, hier kommt die Produktion zum Stillstand, hier kann kein Absatz mehr getätigt werden, kein Export getätigt werden. Und das wissen wir alle, was das bedeutet. Das bedeutet Wirtschaftswachstum in Deutschland weiter in den Keller. Ist ja eh schon nicht ganz so toll. Und es kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hinzu. Experten haben sich ebenfalls gegenüber Handelsblatt derart geäußert, dass sie sagen, folgende Information sollte die Ampelregierung und im Besonderen diejenigen Verantwortlichen zur Kenntnis nehmen, die sich die Energiewende hier wünschen. Diese Experten sagen nämlich, keine Energiewende ohne China. Keine Energiewende ohne China. Warum? China ist der Lieferant für die Batterien unserer gesamten E-Mobilität. China ist der Lieferant, wenn es um Solarzellen geht. Und China ist einer der wichtigsten weltführenden Hersteller und Lieferanten, wenn es um Sachen Windkraftanlagen, also Windkrafträder geht. Das heißt, allein schon, wenn wir diese Energiewende hinkriegen wollen, können wir das nicht, aber auch gar nicht, ohne die Zulieferung aus China tun. Und so schnell finden wir höchstwahrscheinlich auch in diesen Bereichen keinen Ersatz in anderen Ländern für eben Batterien, Solarzellen oder halt eben auch Windkraftanlagen, die bezahlbar sind. Und eins müssen wir natürlich ebenfalls noch berücksichtigen. Das Handelsvolumen, das Deutschland mit China bisher gefahren hat, ist um ein Vielfaches größer als das Handelsvolumen, was wir je mit Russland hatten. Das bedeutet, dass wenn dieses Handelsvolumen wirklich in großen Teilen wegbrechen würde, dann ist das schier eine Katastrophe für unsere deutsche Wirtschaft. Den einzigen, den es vielleicht freut und der vielleicht ein bisschen schmunzelt, wird wahrscheinlich der große Bruder jenseits des Teichs sein. Denn den Amerikanern ist die deutsche Wirtschaftsmacht schon lange ein Dorn im Auge. Und sie möchten auf jeden Fall aus geostrategischen, geopolitischen Überlegungen, haben sie ja sowieso vorgehabt, Deutschlands Wirtschaftsmacht ein bisschen zu dämpfen. Und die EU scheint dem Amerikaner dabei zu helfen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Natürlich wäre es toll, wenn wir auch von China nicht so abhängig wären. Gar keine Frage. Aber ich glaube, das können wir dann nicht übers Knie brechen. Und ich denke, wir sollten es diesmal gut vorbereiten und Stück für Stück sukzessive uns von Chinas Produkten unabhängiger machen. Aber nicht mehr so mit der Brechstange, wie wir das in den vergangenen Jahren getan haben. Wie dem auch sei, macht euch einen schönen Tag und ich sag mal, wir sehen uns auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.